Wir haben beim Unterricht über Kapazität gelernt, dass ein Kondensator Elektrizität speichert. Von der Induktivität wissen wir, dass sie einen Widerstand gegen jede Änderung des Stromflusses darstellt. Sowohl in Kondensatoren als auch in Spulen ist bei Wechselstrom immer ein Widerstand vorhanden. Kombinationen von Kondensatoren, Spulen und Widerständen finden weitgehend Anwendung in Funkgeräten. Um zu verstehen, wie Kondensatoren in Verbindung mit Spulen arbeiten, ist es wichtig, die Wirkung eines Kondensators im Wechselstromkreis zu kennen. Wir erinnern uns, dass wenn eine elektromotorische Kraft an einen Kondensator mit einem Widerstand in Reihe geschaltet angelegt wird, zunächst ein Strom fließt, der sich stetig vermindert und schließlich den Wert Null erreicht, wenn der Kondensator aufgeladen ist. Wir erinnern uns auch daran, dass wenn man einen geladenen Kondensator mit einem Widerstand kurz schließt, sofort ein Strom fließt, der sich ebenfalls stetig verringert, bis der Kondensator entladen ist. Anhand dieser Bilder sehen wir, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt nach Beginn einer Ladung oder Entladung in beiden Fällen ein gleich großer Strom fließt. Wenn wir die Polarität der ladenden Quelle, zum Beispiel einer Batterie, gewechselt hätten, statt den Kondensator nur durch einen Kurzschluss zu entladen, wäre ein Entlade- und Ladestrom gleicher Größe aufgetreten, aber genau in entgegengesetzter Richtung. Man kann der Einfachheit halber von Rückladeströmen sprechen. Praktisch ist jede Kurve als eine Rückladekurve anzusehen, wenn man es mit Wechselstrom zu tun hat und diese Rückladekurve in der gewohnten Art in einer Richtung darstellt. Eine Rückladekurve in der umgekehrten Richtung erhalten wir dadurch, dass wir die Kurve einfach auf den Kopf stellen. Wir können weiter die Richtung der Kurve dadurch kennzeichnen, dass wir den einen Weg mit Plus und den anderen mit Minus markieren. Die Zeitachse wird mit Null bezeichnet, weil sie in der Mitte zwischen Plus und Minus liegt. In dieser grafischen Darstellung einer Reihe von Umkehrungen der Stromrichtung sind die Verhältnisse oberhalb und unterhalb der Zeitachse gezeigt. Das Diagramm gibt uns sowohl die Größe als auch die Richtung des Stromes an. Man kann also den Strom als Funktion der Zeit darstellen. Die Plus- und Minuszeichen geben die Richtung der Spannung an. In diesem Bild zum Beispiel ist die Spannung einer Batterie dargestellt, die periodisch umgepolt wird. Daraus ergibt sich der eckige Verlauf der Kurve. Wir können also auch die Spannung als Funktion der Zeit darstellen. In dem hier gezeigten Stromkreis liegen ein Widerstand und ein Kondensator in Reihe. Ein Ampermeter zeigt die Stärke des Stroms und ein Voltmeter die Größe der Spannung am Kondensator an. Nach dem Einschalten steigt die Spannung am Kondensator, während der Ladestrom abnimmt. Wenn die Spannung am Kondensator die gleiche Größe wie die der Stromquelle hat, ist der Ladestrom gleich Null. Wird der Stromkreis unterbrochen, bleibt die Spannung am Kondensator erhalten, bis der Kondensator über den Kurzschlussschalter entladen wird. Die Ladung des Kondensators sieht in der grafischen Darstellung so aus. Während die Spannung zunimmt, nimmt der Strom ab, bis er schließlich zu Null wird. Auf dieser grafischen Darstellung der Batteriespannung nehmen wir mal den Punkt X an. Die Spannung ist positiv, wechselt aber gerade ihre Polarität. Auf der Stromkurve hat der Strom dann praktisch den Wert Null erreicht. Auf der Kurve der Kondensatorladung hat die Spannung einen Wert erreicht, der gleich der Batteriespannung ist. Wenn man die Batteriespannung umgepolt hat, tritt unmittelbar ein starker Strom in umgekehrter Richtung auf. Die Spannung am Kondensator jedoch benötigt wegen des Widerstandes im Stromkreis
eine gewisse Zeit, um sich dem negativen Wert anzugleichen. Nach jedem Wechsel haben wir es also für eine Zeit lang mit einem Zustand zu tun, in welchem der Strom seine Richtung geändert hat. Er verläuft im negativen oder Minusteil, während die Spannung im positiven oder Plusteil bleibt. Am Punkt Y herrscht der entgegengesetzte Zustand. Der Strom ist positiv, während die Spannung negativ ist. Wir können daher sagen, dass in einem Stromkreis bestehend aus Kondensator und Widerstand Strom und Spannung nicht im Gleichlauf sind und dass der Strom der Spannung vorausläuft. Ebenso sind Strom und Spannung in einem Stromkreis bestehend aus einer Spule und einem Widerstand nicht im Gleichlauf. Jetzt legen wir auf unsere grafische Darstellung einer Batteriewechselspannung die Kurve, die den Stromverlauf unter dem Einfluss des induktiven Widerstandes einer Spule beschreibt. Wieder können wir eine Differenz feststellen, in welcher Strom und Spannung auf entgegengesetzten Seiten der Nulllinie verlaufen. In diesem Fall bleibt der Strom hinter der Spannung zurück. Um einen Wechselstrom und eine Wechselspannung zu veranschaulichen, benutzen wir eine Batterie, die wir schnell umpolen können. Im Bild erzeugt sie eine rechteckige Wellenform. Die Spannungen, die man mit einem einfachen Wechselstromgenerator oder einem Röhrenoszillator erzeugt, entsprechen der Kurve, die hier an einem Oszillographen gezeigt wird. Man spricht von einer Sinuslinie. Eine vollständige Schwingung oberhalb und unterhalb der Zeitachse nennt man eine Periode. Diese Welle, die auf der Zeitachse von einem Punkt erzeugt wird, der sich stetig zwischen dem positiven und negativen Feld hin und her bewegt, ist eine Kurve, die in ihren Proportionen so bekannt ist wie die Jahreszeiten oder die Meereswellen. Es ist der Wellentyp, der die Bewegung eines Pendels beschreibt. Er beschreibt auch die Bewegung der Unruhe in einer Uhr. Diese Wellen, die sich sinusförmig ändern, erzeugen in einem Lautsprecher einen Ton von einer bestimmten Höhe und Klarheit. Für bestimmte Zwecke werden Wellen mit anderen Formen benutzt, zum Beispiel Rechteckwellen und Sägezahnwellen. Es ist interessant, dass sie anders klingen als die Töne, die von Sinuswellen erzeugt werden. Auf diesem Bild sehen wir die sinusförmige Spannung, die an einer Spule liegt. Gleichzeitig wird der Strom als Sinuskurve dargestellt. Den ohmschen Widerstand dieser Spule kann man vernachlässigen. Da der Spulenstrom hinter der Spannung herläuft, erreicht die Sinuswelle des Stromes ihren Gipfelpunkt später als die Spannung. Schaltet man nun anstelle der Spule einen Kondensator in einen Stromkreis, dann läuft der Strom der Spannung voraus. Diese grafische Darstellung zeigt die Spannung und den Strom an einem rein ohmschen Widerstand. An dem Punkt, an dem die Spannung gleich Null ist, ist auch die Stromstärke gleich Null. Wenn die Spannung zunimmt, nimmt auch der Strom zu. Sie bleiben im Gleichlauf, oder besser gesagt, in Phase. Nimmt man einen Teil des Widerstandes fort und ersetzt ihn durch den induktiven Widerstand einer Spule, dann verschiebt sich die ganze Stromkurve etwas nach rechts. Wir sehen, dass der Strom jetzt hinter der Spannung zurückbleibt, dass Strom und Spannung nicht mehr in Phase sind.
Die Punkte, an denen Spannung und Strom gleich Null sind, fallen nicht mehr zusammen. Jetzt verkleinern wir den ohmschen Widerstand weiter und ersetzen ihn durch einen entsprechenden induktiven Widerstand. Schließlich nehmen wir den ohmschen Widerstand ganz weg und lassen nur den induktiven Widerstand bestehen. Dann verschiebt sich die Stromkurve bis zu ihrem Maximalabstand nach rechts. Beginnen wir wieder mit dem rein ohmschen Widerstand und ersetzen einen Teil des Widerstandes durch einen kapazitiven Widerstand. Dann verschiebt sich die Stromkurve nach links. Wir sehen, dass nun der Strom der Spannung vorauseilt, dass Strom und Spannung nicht mehr in Phase sind. Haben wir nur noch rein kapazitiven Widerstand, erreicht die Stromkurve ihre maximale Linksverschiebung. Der Strom ist gleich Null, wenn die Spannung ihr Maximum erreicht hat. Ersetzen wir den kapazitiven Widerstand erneut durch eine Spule, dann verschiebt sich die Stromkurve wieder nach rechts. Der Strom ist wieder gleich Null im Zeitpunkt, in welchem die Spannung maximal ist. Jetzt rücken wir die Stromkurve etwas nach links. Hieran erkennen wir, dass es sich jetzt um einen Kondensatorkreis mit geringem Widerstand handelt. Wenn wir nun die Stromkurve wieder in Phase bringen wollen, müssen wir den kapazitiven Widerstand durch einen ohmschen Widerstand ersetzen. Es gibt auch eine andere Methode. Da ja ein induktiver Widerstand die Eigenschaft hat, die Kurve in die entgegengesetzte Richtung zu verschieben, kann man durch Einschalten einer Spule in Reihe mit einem Kondensator die Phasenverschiebung wieder ausgleichen. Wenn der kapazitive Widerstand gleich dem induktiven Widerstand ist, tritt keine Phasenverschiebung mehr ein. In diesem Fall ist die Wirkung von Kondensator und Spule gleich der eines ohmschen Widerstandes. Man spricht von Resonanz.